So, jetzt könnte man rein theoretisch loslegen. Wir müssen jetzt nur zuerst noch was machen. Motor starten? Nee. Kostet ca. 30 Euro, wenn du es nicht machst. Ach, Handbremse lösen? Nee. Nee? Kostet ca. 30 Euro, wenn ich... Hat was mit Sicherheit zu tun. Den Gurt anlegen. Das ist eine gute Idee. Manchmal sind die... Das bin ich, Michaela, 28 Jahre und ohne Führerschein. Da bin ich dir jetzt aber voll in die Falle getappt. Das wird noch mehrmals passieren, keine Angst. Sessi, die guckt mal ganz langsam kommen, bis du merkst, das Auto fängt an zu rollen. Noch ein bisschen. So, jetzt merkst du, jetzt rollt er. Das ist der sogenannte Schleifpunkt, den brauche ich. Und zwar so lange, bis du bei 10 km/h bist. Jetzt kannst du die Kupplung mal ganz loslassen. Bleib ein bisschen weiter rechts. Kupplung ganz loslassen. Ganz rechts bleiben. Und dann trittst du mal ganz sachte auf die Bremse, weil man anhalten muss. Ein bisschen links lenken? Ja, genau. Das ist das, was ich damit meine, mit dem die Leute am Anfang ein bisschen heftiger bremsen. Ne? Ja, und ich habe heute schon genickt. Genau. Wir rollen jetzt erstmal an. Also erstmal anfahren mit dem Schleifpunkt. Und das ist Bernd Trumm, mein Fahrlehrer. Mit ihm verbringe ich die nächsten Tage Sitz an Sitz. Wenn wir bei 10 sind, gehst du von der Kupplung runter. Daneben sitzen, mitfahren, Ansagen machen. Seinen Beruf stelle ich mir ganz entspannt vor. Ganz links denken. Wir üben heute in einem Industriegebiet bei Kaiserslautern. Ganz links. Erste Lektion, Kontrolle über das Auto behalten. Halten wir da, merkst du? Der stellt sich von alleine gerade, ne? Nochmal ganz nach. Kein Führerschein? Geht. Aber ohne fühle ich mich in der Autonation Deutschland oft wie eine Außerirdische. Freunde fragen schon nicht mehr danach. Und alle anderen gehen davon aus, dass ich ihn hab. So. Nach Jahren des Wartens will ich jetzt in nur 7 Tagen Theorie und 2 Wochen Praxis das Fahren lernen. Und halte es gedrückt. Du musst die Kupplung rechtzeitig drücken. Kupplung drücken, Motor an. Helfen soll mir ein Simulator und Fahrlehrerin Sarah Dausmann. Wie fährst du für dich jetzt? Ich glaube, man kann so ein bisschen gefahrenfreier fahren. Ja. Aber ich bin schon froh, dass du hinter mir sitzt und nochmal so ein paar Anweisungen gibst und auch einfach den Blick drauf hast. Ja, wenn man Dinge tut aus dem FF, man nicht drüber nachdenkt und plötzlich erzählt er mir, ich habe einen falschen Gang oder so, dann ja, nervt es doch schon. Also er weiß es nicht besser. Nee, der arme Kerl hat keine Ahnung. Drück die Kupplung ganz durch. Du musst etwas stärker bremsen. Aber interessant, dass es auch eine Männerstimme ist, die das ansagt, oder? Ja. Das ist vielleicht eher so der typische... Ich weiß nicht, ja, vielleicht liegt es daran, dass Fahrlehrer sein eigentlich noch ein Männerberuf ist. Mhm. Also klassisch gesehen, ja. Hier bist du ja auch einer der wenigen. Ja. Also ich, egal in welchem Betrieb ich bisher war, war ich irgendwie immer die einzigste Frau. Und generell wollte ich immer was mit Autos machen. Hab aber ganz viele Probleme gehabt in meiner Jugend, einfach einen Ausbildungsplatz zu finden im Kfz-Bereich. Mhm. Weil ganz viele gesagt haben, es gibt keine sanitären Anlagen für Frauen, halt typische Männerberufe. Also Bremse. Treten. Doch der Tag ist noch längst nicht vorbei. Von Montag bis Samstag habe ich jetzt jeden Tag 3 Stunden Theorie. Ich habe mit euch heute so ein Thema, das nennt sich Vorfahrt. Also alles, was mit dem Thema Vorfahrt zu tun hat, kein Verkehr. Das erste Mal seit 10 Jahren sitze ich wieder in einer Klasse. Nach all der Fahrerei am Morgen fällt es mir aber gerade schwer, noch aufzupassen. Meine Sorge, die Älteste zu sein, bestätigt sich aber nicht. Hier könnten Großeltern und Enkel gemeinsam sitzen. Das Pauken verbindet. Und das schon seit Generationen. Egal, wie viel Zeit dazwischen liegt, an ihre Fahrschule können sich viele auch noch nach Jahren erinnern. Jetzt allerdings spüre ich nur die Zeit im Nacken. Und ich frage mich, wie die anderen mit dem Druck wohl klarkommen. Tag 2. Heute bin ich zum Lernen verabredet. Man kann mal überlegen, welche Funktion übernimmt eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage bei Kraftfahrzeugen? Ja. Das ist Lilly Stenger, meine Leidensgenossin. Wir beide schreiben als Einzige die Prüfung schon in ein paar Tagen. Lilly arbeitet im Einzelhandel und hat extra vorgearbeitet, damit sie genug Zeit am Stück für den Intensivkurs hat. Sie ist 43 und das ist nicht ihr erster Anlauf für den Führerschein. Ich wollte immer machen, aber immer irgendwas dazwischen gekommen. Immer. Und dann mein Doktorführerschein gemacht, dann mein Sohn später Führerschein gemacht und Mama immer, das war. Also wegen, ja, das kostet ja auch echt viel. Ja, das kostet viel Geld. Ja.
Bist du nervös? Bisschen. Für Thierry habe ich mehr Angst wie praktisch. Du auch? Ja. Ja. Für Thierry habe ich mehr Angst. Die ersten zwei Tage habe ich Magenschmerzen gehabt. Und davon geträumt? Da habe ich zwei Tage geträumt. Danach? Danach. Was hast du geträumt? Autofahrer. Und? Unfallfrei? Na, unfallfrei. Unfallfrei? Gerade für blutige Anfänger nicht leicht. In den letzten zwei Jahren wurden allein in Rheinland-Pfalz knapp 60 Unfälle mit Fahrschülern gemeldet. Die meisten davon waren Auffallunfälle. Warum machen die das? Ich würde sagen, weil sie sich ohne Licht auch sicher fühlen. Okay. Muss man das machen? Deswegen bin ich hier, um das zu lernen. Gute Antwort. Die höre ich wahrscheinlich jetzt, heute Abend öfter noch. Nach dem Theorieunterricht gibt Sarah auch manchmal noch Motorradstunden. Heute aber nicht. Hattest du mal einen Motorradunfall eigentlich? Nee, ich hatte mal einen Unfall. Also ich bin mal umgefallen mit dem Motorrad. Und das war ziemlich am Anfang meiner Motorradfahrerkarriere. Also ich hatte erst frisch den Führerschein und habe einen groben Anfängerfehler gemacht und bin dann in Zeitlupe auf einer Kreuzung umgefallen. Und dann? Ja, alle haben angehalten und haben mein Motorrad aufgehoben. War schön. Okay. Und ich habe mich so geschämt, dass ich den Helm erst gar nicht abgenommen habe. Habe mich bei allen bedankt und bin dann schnell weggefahren. Ja, und heute habe ich eine Geschichte dann für meine Fahrschüler, wenn ich den Unterricht mache. Sag mal, kannst du dir vorstellen, eigentlich das noch ein paar Jahre zu machen? Oder ist das schon irgendwann... Also bis letztes Jahr wollte ich gar nicht mehr in den Job zurück. Aber warum? Warum ich nicht mehr in den Job zurück wollte? Also ich habe eine... Auf der Fahrlehrerschule hat man mir mal erzählt, ein guter Fahrlehrer, den gibt es nur 7 Jahre. Danach bist du entweder völlig kaputt von dem Job, weil du, man spricht meistens vom Burnout, also du hast ja echt Mühe gegeben und hast, ja, bist einfach ausgebrannt. Oder es wird dir egal, das heißt, du machst den Job aber nicht mehr mit derselben Leidenschaft. Mhm. Und ich hatte so tatsächlich vor einem Jahr so das Gefühl, jetzt bin ich, oder nicht vor einem Jahr, vor 2 Jahren, jetzt bin ich an dem Punkt, ich kann das einfach nicht mehr. Ne? Also du hast den Verkehr um dich rum, wenn Fahrschule auf deinem Auto steht, fahr einen Tag durch den Verkehr, du wirst dein blaues Wunder erleben. Hast neben dir jemanden, für den du Geduld aufbringen musst, für den du Zeit investierst und hast im Hintergrund vielleicht noch quengelnde Eltern, weil es nicht schnell genug geht, weil die früher mal die Hälfte vom Führerschein bezahlt haben. Und dann hast du vielleicht noch einen Chef, der sagt, wir brauchen, es muss laufen, es muss mehr gehen. Und das alles im Gesamtpaket, ohne mal zwischendurch ein Danke zu hören oder so, das ist schon, ja, da brauchst du echt Bock auf den Job. Danke von den Schülern? Oder? Von egal. Ich habe einen Schlüsselanhänger, da steht drauf, beste Motorradfahrlehrerin. Also solche Kleinigkeiten, ja, so einfach, so, wo du sagst, ja. Was ans Herz geht. Genau, das, da weißt du dann halt schon, wofür du es machst. Aber es rechnet sich nicht immer auf. Also manchmal, wenn du so eine Durststrecke hast und dir eh alles gerade zu viel ist, vielleicht noch Privatleben nicht so läuft, und dann kriegst du oft so diese Tage, wo du sagst, wofür mache ich das eigentlich? Und wenn du dann so einen Lichtblick hast, dann weißt du, wofür du es machst, und aber die bleiben halt ganz oft aus und dann musst du erstmal wieder den Grund finden, warum du hier bist. Für die meisten Leute ist Fahrlehrer einfach kein Job. Es ist Spazierenfahren, easy going, ein bisschen Hobby, Frönen oder so. Ich habe meinen Schüler abgeholt und der hat ein bisschen auf sich warten lassen, hat getrödelt, und sein Papa stand vor der Tür und da meinte dann so in einem kurzen Gespräch, was machen Sie eigentlich hauptberuflich? Dann habe ich geschmunzelt. Ja, was will man da machen? Weiß man gar nicht, was man sagen soll. Nee, und das sind also diese Momente, die dich frustrieren. Man kennt das ja aus dem täglichen Leben. Der Frust bleibt meistens länger im Kopf wie das Positive. Und da muss man halt ziemlich gut aufpassen, dass man sich da nicht den Spaß an der Arbeit nimmt. Eigentlich habe ich da voll Bock drauf jetzt. Wieder. Ja, das ist cool. Aber das war halt nicht mehr. Mal so, mal so. Ne? Mhm. Krass. Darf ich dich mal drücken? Ja.
Das muss ich erst einmal verdauen. Der ganze Tag und das Gespräch mit Sarah hängt mir noch nach. Die beste Ablenkung? Mit Maxi und Rebecca aus dem Theorieunterricht Fahren üben. Eigentlich müssten wir noch lernen. Im Moment fühle ich mich aber leider sehr sicher. Ein Fehler, wie sich noch zeigen wird. Aber die Prüfung erscheint mir gerade kilometerweit weg. Geil! Sechster. Oh, armer Maxi. Nein. Heute wieder die volle Dröhnung Theorie. Anhalteweg berechnen, Verkehrsschilder benennen können, Vorfahrten kennen. Jede Stunde kostet. Der Intensivkurs mindestens 2.400 Euro. Scheitern wäre ganz schön teuer. Der Druck geht auch an die Substanz. Auch bei Lilly. Mit ihr stimmt heute etwas nicht. Im Unterricht hat sie sich in die Ecke gesetzt und angefangen zu weinen. Wir suchen uns einen ruhigen Platz zum Reden. Und was war vorhin im Unterricht? Ich habe eigentlich so Kopfgeschwindigkeit ein bisschen gehört. Wenn so die Prüfung jetzt in die Nähe kommt, habe ich mehr Angst. Ja. Habe ich mehr Angst. Und dann Blackout. Das schaffe ich. Das schaffe ich schon. Bernd überfordert mich gleich in der zweiten Fahrstunde mit dem Stadtverkehr. Jetzt sitze ich selbst in dem Auto, über das ich mich als Fahrradfahrerin noch geärgert habe. Ich bin nicht nur zu langsam, sondern habe auch noch Knoten in den Armen. Gas weg, ne? Du lenkst wieder zu viel, ne? Zweite Gang. Gas weg, Kupplung drehen. Schaltknüppel bewegen, Kupplung kommen lassen, wieder Gas geben. Machst schon wieder so viel Hektik, ne? Versuch mal, das Lenkrad nur mit zwei Fingern zu halten. Zwei? Genau. So? Genau. Es sollte jetzt nicht auf Dauer sein, mir geht es nur darum, mal gucken, mal, wenn wir nur mit zwei Fingern dran sind, ob wir das Ganze mal ein bisschen entspannter halten können. Bernd hat alle seine Führerscheine bis zum LKW beim Militär gemacht und wurde dort zum Fahrlehrer ausgebildet. Mittlerweile arbeitet er in dem Job seit 30 Jahren und ist heute angestellter Fahrlehrer. Statt Befehl setzt er aber mittlerweile aufs Erklären. Außer ich mache Fehler. Jetzt guckst du mal nach rechts. Bremse ein bisschen los lassen. Lass die Bremse los. Lass die Bremse los. Du sollst nicht bremsen. Ja, jetzt hast du das Auto fast wieder abgemurkst. Warum? Weil du bremst. Du darfst da nicht bremsen. Lass das Auto einfach mal. Es sind langsam genug. Das reicht. Ja? Ist ganz wichtig, wenn ich sage, lass die Bremse los, lasse bitte los. Ja, weil irgendwann rappelt es mal ganz fürchterlich. Ne? Und dann stehen wir auf den Schienen. Genau. Ja, das ist dann immer die Strecke, die ich dann fahre, wenn ich meine Kids abhole. Würdest du sagen, Fahrlehrer ist ein familienfreundlicher Beruf? Also man kann es ja bis zu einem gewissen Grad planen, aber du brauchst schon jemanden, der das Ganze versteht. Also wenn du jemanden hast, der will, dass du jeden Abend um 5 Uhr daheim bist, dann ist das wahrscheinlich eher die falsche Wahl, weil das wirst du so nicht schaffen. Zeit für Familie hat man ja dann nicht. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt Familie hätte, würde ich wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen anders planen. Da ich aber aus jetzt an den Wochenenden niemand habe, für mich ist die Arbeit im Moment so meine Ablenkung. Ja, deswegen ist das für mich schon okay. Auch seiner ältesten Tochter brachte Bernd das Fahren bei. Seine Kinder sind für ihn ein wichtiger Rückhalt. Aber nicht nur sie. Bernd erzählt mir, dass er sich einige Zeit nach seiner Scheidung noch einmal neu verliebt hat. Als seine neue Freundin vor 7 Jahren aber dann plötzlich gestorben ist, hat ihn das komplett aus der Bahn gerissen. Trotzdem fing er nach dem Schicksalsschlag nach nur einer Woche wieder an zu arbeiten. Mir ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Das ist, für mich war dann das Arbeiten eigentlich wieder so das, wo mich halt abgelenkt hat. Wie gesagt, ich kann privat und Beruf ziemlich gut voneinander trennen. Muss ich auch, weil wenn es mir jetzt mal persönlich schlecht geht, dann ist das schlecht, wenn ich das auf meinen Fahrstuhl übertrage. Klar kommt es mal vor, dass ich mal so kurze Durchhänge habe, aber ich lasse das den Fahrschülern nicht merken. Vorhin hattest du mir erzählt, dass du ja dann auch recht schlecht schläfst, dadurch, dass du dann die Gedanken so zulässt, ja, oder? Also es verfolgt dich ja auch dann, wenn ich dich richtig verstehe, sogar fast mit in die Träume, oder?
Ich denke als mal zu viel und zerdenke mir auch ziemlich viel. Und das mache ich immer dann, wenn ich im Prinzip dann fertig bin von der Arbeit und dann anfange, auf was anderes mich zu überlegen. Also ich denke auch, wenn ich dann abends zu Hause bin, immer über die Arbeit nach. Für mich ist dann dieses Arbeiten halt wichtig, weil da komme ich wieder in den normalen, da komme ich in einen Rhythmus rein, wo dann sagt, da bin ich noch mit dabei. Es ist so, für mich ist das so, wie andere, wenn sie joggen gehen, ist das für mich, wenn ich ins Auto einsteige. Für mich ist das Entspannung. Ich verbringe, glaube ich, mehr Zeit im Auto als zu Hause. Mir wird klar, dass für Bernd Fahrlehrer sein mehr ist als nur ein Job. Aktuell ist es sein ganzer Lebensinhalt. Knapp die Hälfte meiner praktischen Fahrstunden habe ich jetzt geschafft. Doch mit dem Lernen für die Theorie komme ich kaum noch hinterher. Dabei muss ich bald auf mehr als 1500 Prüfungsfragen die Antworten wissen. Wenn ich die theoretische Prüfung nicht bestehe, darf ich die praktische nicht antreten. Dann war's das mit dem Intensivkurs. Keine Fahrprüfung, kein Führerschein. Halbzeit meiner Tage in der Fahrschule. Beim Kaffee erzählt mir Bernd von einem Unfall vor langer Zeit. Eine Schülerin hatte nach einer vereisten Kurve die Kontrolle über das Fahrschulauto verloren. Damals habe ich nur gedacht, okay, es war ja gerade, ich ziehe sie einfach rüber. Aber ich habe nicht mit gerechnet, dass die mit so einer Kraft nach links rüber zieht. Ne? Und den Fehler machst du einmal, aber kein zweites Mal mehr. Und das war so eine Lehre. Und was hast du dann gedacht in dem Moment, als dann die ganzen Airbags aufgehen? Ich habe es gar nicht gecheckt so richtig. Nur das Erste, was man guckt, dann ist, was ist mit dem Fahrschüler? Und dann erst mal aus dem Auto raus und geguckt, dass mir soweit alles war. Und habe ich damals meine Frau angerufen. Die war dann halt auch, war auch nicht so günstig, weil die war gerade zu dem Zeitpunkt noch schwanger. Oh. Und dann ist der Stress halt auch ziemlich hoch. Dann habe ich die erst mal runterbringen müssen, alles okay, uns ist nichts passiert, ist nur das Auto kaputt, ja. Ja, war dann halt zum ersten Mal so kurz down und dann hast du überlegt, wie geht's dann weiter. Ich habe bei der Fahrschule länger gebraucht. Das hat fast 8-9 Wochen gebraucht, bis ich die wieder dazu gebracht habe, weiterzumachen im Fahren. Aber die ist weitergefahren, hat ihren Führerschein auch bestanden, ist okay. Angst ist oft ein Thema in der Fahrschule. Bei Lilly zwar nicht vor einem Unfall, sondern vor dem Druck der Prüfung. Sie hat mich gefragt, ob ich bei ihrer Hypnosesitzung dabei sein will. Die bietet Fahrlehrer Andreas Judel an. So ganz weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe jetzt für dich das so ein bisschen zusammensortiert, ja, so wie ich denke, dass du das gebrauchen kannst. Ich mache so die Worte und dann wieder runter. Versuch mal bitte, mich reden zu lassen. Okay, versuche ich das. Immer schwerer werden deine Augenlider. Du konzentrierst dich jetzt nur noch auf diesen Punkt, möglichst ohne zu blinzeln. Und du lässt dich durch nichts ablenken. Immer schwerer werden deine Augenlider. Und, geht's dir gut? Ja. Ja? Ja, geht gut. Bist du schön entspannt? Ja. Okay. Schlaf. Du bleibst vor und während der Prüfung vollkommen ruhig, entspannt und gelöst. Und genauso wie du diese Prüfung bestanden hast, wirst du in Zukunft jede Prüfung bestehen. Du bist wieder hellwach und voller Aktivität. Öffne deine Augen, wach auf. Willkommen zurück. Ja, streck dich ruhig. Dann helfe ich dir mal auf. Ja, genau. Aber. Da, bist im knackigen Alter, gell? Ja, habe ich gemerkt eben, die Knochen knacken. Ja, ich bin Oma. Gut. Aber mir geht gut. Ja, prima. Super.
Das freut mich, dass es so gut geklappt hat bei dir. Doch, mich ja. Wirklich, ich fühle mich so entspannt. Ja, genau. Dann wirklich toll. Die AG-Prüfung, jetzt habe ich keine Angst mehr. Lange wird das aber nicht so bleiben. Davon weiß sie und ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts. Mittlerweile klappt es auch bei mir mit dem Fahren immer besser. Bernd hat diesmal weniger auszusetzen. Ich hätte ja gedacht, dass es vielleicht sogar weniger Leute sind, die den Führerschein machen. Sagen wir mal so, der Führerschein hat heute vielleicht nicht mehr so den Stellenwert wie vor ein paar Jahren. Also du merkst schon, dass die Prioritäten bei den Leuten ein bisschen anders da sind. Früher, ich denke mal so an meine Zeit, da war das Wichtigste überhaupt, 18, da will ich einen Führerschein haben. Ja? Heute, Führerschein steht da erst an anderen Stellen. Da sind Sportvereine sind wichtiger, meine Schule, kann ich verstehen, muss man gewisse Dinge beachten. Aber wie gesagt, der Stellenwert vom Führerschein, da fehlt es im Moment ein bisschen, das merkst du schon. Na, meine Mutter und meine Oma, die haben beide ihren Führerschein auch spät gemacht. Ende 20. Meine Eltern hatten keinen Führerschein. Nein, deine Eltern hatten keinen Führerschein. Ja, die haben auch immer noch keinen Führerschein. Nein, echt? Nein. Ich bin das schwarze Schaf der Familie. Ich habe alle Führerscheine, bin Fahrlehrer, aber meine Eltern haben keinen Führerschein. Langsam, Schleifpunkt halten. Ja, das ist, weil du jetzt über etwas nachgedacht hast, was im Moment nicht relevant ist, an Gas. Eine grüne Ampel bedeutet, von links und von rechts kann keiner kommen. Also können wir einfach fahren, ne? Kleiner Tipp, die ist trotzdem rot. Jetzt nimm auch, da haben wir Glück gehabt. Das hätte ich mal vorher wissen sollen, den einfach mal laufen lassen. Das habe ich gewusst, Bernd. Ja. Am späten Abend wollen Lilly und ich noch einmal die Theoriefragen durchgehen. Ein allerletztes Mal, bevor es morgen früh in die Prüfung geht. Aber Lilly kommt nicht. Auch nach einer Stunde noch nicht. Und ist auch nicht zu erreichen. Vielleicht war der Druck am Ende doch zu groß. Die Hypnose soll das letzte Mal gewesen sein, dass Lilly und ich uns gesehen haben. Jetzt kommt der Moment. Sehen Sie schon mein Ergebnis? Ja. Bestanden. Mir bleibt keine Zeit zum Durchatmen. Denn nach der Theorie heißt vor der Praxis. Und plötzlich habe ich gefühlt alles wieder vergessen. Weniger als 20 Stunden vor der Fahrprüfung würge ich das Auto schon am Parkplatz ab. Wieder zu früh losgelassen, hast du gemerkt? Mhm. Merke ich immer an dem. Selbst die einfachsten Dinge wollen heute nicht mehr klappen. Hm? Geradeaus? Wenn ich nichts sage, geht es immer geradeaus. Okay. Außer es wäre verboten. Also? Geradeaus weiter. Dürfen wir geradeaus weiter? Nee, ich muss jetzt mal gucken, weil du siehst ja nicht so viel. Ich sehe zwei Sachen, die sind sehr wichtig. Die sind für mich äußerst entscheidend. Okay, entschuldige. Geradeaus kann ich nicht Hol weiter. Mal tief Luft. Ja, geradeaus kann ich nicht weiter, weil. Ich speichere das ich also. Nicht. Das heißt rechts. Genau. Und ich kann ja nicht. Auf geht's. Ja. Oh, was ist denn heute los mit mir? Echt. Ich weiß es selber nicht. Ja, nicht zu eng machen, sonst nehmen wir ein Bordchen mit. Merkst du es, ne? Ja. Du weißt, der Bürgersteig. Kleiner Tipp. Boah. Kleiner Tipp. Wenn man im ersten Gang anfahren würde an der Ecke, dann würde es auch nach dem Abbiegen gleich ausgehen. Also nimm mal einen ersten Gang.
Wie zur Hölle soll ich morgen meine Prüfung bestehen? Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen. Deswegen, man konzentriert sich, man gibt sein Bestes, mehr kann man nicht tun. Das sagst du, glaube ich, jedem Fahrschüler. Ja. Das stimmt aber auch immer. Also deswegen, kein Stress, alles gut. Na. Ups. Entschuldige. Der Tag der Prüfung. Vor mir ist ein Fahrschüler schon durchgefallen. Gegen die Aufregung kann ich nichts tun. Selbst Bären kann mir jetzt nicht mehr helfen. Was nun zählt, sind die nächsten 45 Minuten. Ausweis, zeigen Sie mal gerade mal bitte. Ja, okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Erste Ausfahrt aus dem Kreisverkehr, bitte. Ruhig bleiben. Die nächste Straße dann rechts, bitte. Geradeaus bis zu dem Zebrastreifen davon. Können wir dann die nächste Straße rechts fahren? Und dann können wir eigentlich Gefahrbremsung machen irgendwie, ne? Stopp! Ja, aber Luft holen. Beide. Können Sie parkfertig abstellen? So, fertig. Jetzt. Gut, das war das dann soweit. Okay, Prüfung ist bestanden. Glückwunsch. Bitte schön. Dankeschön. Jetzt gibt's Ashmore. Ach, die Hölle. Oh Gott. Oh, ich bin so erleichtert. Denke ich mir. Gut, gut. Ist das gute Ding? Okay. Jetzt hier dann noch. Achso, du wolltest nur trocken machen. Du wolltest nur trocken machen, alles klar. Ich hab's verstanden. Aber geschafft, sich mal. 2 Wochen Führerschein. Wow. Hätte ich nie gedacht. Zu Beginn wusste ich nicht mal, wie ich richtig anfahre. Mit Bernds Hilfe darf ich aber ab heute allein die Straßen unsicher machen. Lange dachte ich, den Führerschein brauche ich nicht. Doch jetzt, wo ich ihn wirklich in den Händen halte, kann ich nicht anders. Das kleine Stück Plastik fühlt sich nach Freiheit an. Ich kann jetzt verstehen, warum Fahrschule für viele ein einschneidendes Erlebnis ist. Und auch, dass Fahrlehrersein mehr bedeutet, als nur mitfahren und Anweisungen geben. Es ist ein schwieriges Zusammenspiel. Aus Verantwortung tragen und auch wieder abgeben. Das Lernen hört aber damit für mich noch längst nicht auf.